Schnarch nicht so. Oh, Violetti und Toni. Was denn? Habt ihr schon geschlafen? Ich habe nämlich geträumt. Ich habe gerade voll cool geträumt. Und ich habe schon geschlafen. Was hast denn geträumt? Ich habe geträumt, was voll cool ist. Was richtig cool ist. Ich habe geträumt, dass ein Haus gebaut wird. So richtig mit Stein? Nee, das ist ja so cool, weil es ganz schnell geht. Ganz schnell? Blitzschnell. So ein Fertighaus. Voll cool. Was ist denn daran cool? Das ist wie so eine. Wie so eine Fertigsuppe? So ähnlich. Wir können es uns ja mal anschauen. Und wir nehmen die Kinder mit. Okay, kommt mit. Jetzt müssen wir uns beeilen. Es wird schon ganz schön dunkel. Erstmal meine Schuhe anziehen. Und dann geht's los. Damit nicht Molly Mondchen am Himmel steht, wenn wir da ankommen. Und das Haus, das kommt nämlich dann morgen. Und das ist super, super spannend. Dann seht ihr mal, wie so ein Haus aufgebaut wird. Und das, ich glaube, das dauert nur 2 Tage. Und wenn man ein Haus baut und das ist kein Fertighaus, dann muss man nämlich ganz lange bauen. Bestimmt mehr als 3 Tage. Vielleicht sogar über einen Monat oder 2. Aber jetzt geht's los, sonst wird's dunkel. Kommt, ihr zwei. Los geht's. Schnell ab in die Feuerwehrlobby. Einsteigen, bitte. Türen schließen. Und los geht's. Und da kommt morgen nun also das Fertighaus, wo jetzt das Gerüst steht. Ich habe ja echt schon davon geträumt und ich bin gespannt, ob es auch so ähnlich aussieht. Fertige Wände werden geliefert, wo die Fenster und Türen schon drin sind. Und die Böden und die Decken. Aber erstmal nach Hause fahren in den Zauberwald und eine Runde schlafen. Oh ja, ich bin schon ganz müde. Und Molly Mond steht auch schon am Himmel. Stimmt, du hast recht, Toni Macaroni. Alle aufstehen, die Sonne steht schon am Himmel. Molly Sonnenschein. Ja, Violetti. Du musst kommen. Warum? Da steht schon was. Wahrscheinlich mehr als gestern, oder? Ja, klar, das Erdgeschoss. Oh, da muss ich mich aber beeilen. Ich komme schon. Ich konnte meinen Augen kaum trauen. Da flogen tatsächlich Wände durch die Luft mit Fenstern drin. Und die haben die dann ganz genau eingepasst. Das ist jetzt eine Außenwand mit Fenstern. Und die müssen ganz genau schauen, dass natürlich auch die richtige Seite aufgestellt wird. Und wie bei Duplo. Unglaublich. Das passt wie ein Puzzle. Und schwupp, was ist denn das schon wieder für eine Wand? Hey, eine Innenwand. Wie cool ist das denn? Schau. Und gleich ist der nächste Raum fertig. Boah, das gibt's ja nicht. Da steht ja echt schon das Erdgeschoss. Habe ich ja doch gesagt, Mensch. Das ist unglaublich. Da ist jetzt noch nicht mal ein Tag vergangen und da steht unten schon das Erdgeschoss. Kein Keller? Keller gibt's nicht. Voll cool. Keller ist cool. Das stimmt, aber die haben keinen Keller. Dafür haben sie oben ein Dachgeschoss. Aber da steht noch nicht. Das kommt, glaube ich, heute oder morgen drauf. Das ist ja echt schon fast fertig. Habe ich doch gesagt. Geht voll schnell. Voll cool. Voll cool. Wisst ihr was? Der Unterschied zu einem Fertighaus, also der Unterschied vom Fertighaus zu einem richtig gebauten Haus ist, das hat mir gerade so ein Bauarbeiter erklärt, dass jetzt hier alle Wände und Fenster und so, das wird alles schon in der Fabrik hergestellt.
Und dann kommt morgen schon das Dach drauf und die ganzen Wände sind drin und die Decke ist schon drin. Man kann laufen. Man kann morgen schon richtig drin rumlaufen mit Leitern. Und das Dach ist dann auch schon drauf. Dann kann man schon im Trocknen sitzen. Das ist echt der Wahnsinn. Und so ein selbstgebautes Haus dauert viel länger. Da musst du ja die Wände und alles bauen, Stein auf Stein. Und das ist hier schon alles fertig. Wände mit Holz und Styropor gedämmt. Das ist da alles drin. Und morgen kommt's Dach. Und dann können wir wieder gucken. Ich habe jemanden entdeckt. Wen denn? Schau mal, frag mal, wie der heißt. Der sitzt in dem großen Kran. Hey, wie heißt denn du? Ich heiße Horst. Der Horst, fährst du diesen riesen Kran? Ja. Unglaublich. Warum? Wir schauen mal zu, weil der so hoch ist. Ach, das ist ein ganz kleiner. Wie hoch ist der? 30 Meter. Wow. Voll cool. Schau, Violetti. Jetzt hat er die Ketten daran gemacht. An eine neue Wand. Und die wird dann da hochgezogen. Wahnsinn! Und jetzt zieht der Horst oben ran. Und die nächste Wand wird hochgefahren. Voll Wahnsinn. Oh, nee. Ich glaube, das ist die Decke, aber ich weiß es nicht. Das ist tatsächlich die Decke, die da jetzt hochgezogen wird von Horst und dem Kran. Auf der kann man dann rumlaufen. Und Lampen anhängen. Stimmt. Und Decke drauf. Applaus, bravo, bravissimo. Für heute werden die Türen geschlossen. Okay, Feierabend für heute. Wo fahren wir jetzt hin? Hey Toni, ich zeig dir mal, was der Unterschied ist zwischen Fertighaus und ein Massivhaus. Okay? Okay, voll cool. Hey Toni, jetzt geht's los. Voll cool, mit Duplos. Ja, schau mal den Unterschied. Da sind Steine. Und da? Schau mal Toni, ich glaube, das sind die fertigen Wände. Und die schauen wir uns jetzt mal ganz genau an. Wo ist denn so ein Steinchen? Ach Violetti, du hältst doch gerade so ein Steinchen fest. Genau, daraus wird ein Massivhaus gebaut. Halt den mal in die Kamera, Violetti. Ja, toll. Und dann schauen wir mal nach so einer Wand. Los geht's, ich zeige euch das jetzt mal. Ich hoffe, ich kriege das hin. Mit dem Stein, da baut man so... Und Stein auf Stein. Das ist schon mal falsch. Also, so vielleicht. Und so. Genau. Dann so. Und so. Und dann das so. Und dann kann man dann Fenster reinmachen. Damit man was sieht. Dann sieht man ja gar nichts, ne, wenn man rausgucken will. Hallo, seht ihr mich? Okay. Und dann noch mehr Steine. So baut man ein Massivhaus. Stein auf Stein. Genau. So. Und jetzt kommt ein Fertighaus. Das hat der Kran doch gestern gebracht. Da kamen so die Wände angeflogen mit dem Kran. Das war voll super. Nö, das war cool. Hey, du war mit deinem cool. Also eine fertige Wand, da geht dann die Tür so auf, weil die Tür da ja schon drin ist. Das ist super. Und dann so ganz große fertige Elemente. Schaut euch das mal an. Wow, das war echt mega. Und heute am zweiten Tag, da ist nämlich das Haus dann auch schon fertig. Und da kommt dann ein Richtfest, wird dann gemacht. Da wird dann Essen gebracht und alle sind happy, weil da wird das Dach sogar schon draufgelegt am zweiten Tag. Und sonst braucht das ja ganz lange. Und bei so einem Fertighaus, da geht es ganz schnell. Zwei Tage. Und schon kommt das Dach drauf. Noch eine Wand vielleicht, wenn es so dreistöckig wird. Tür aufmachen. Und jetzt schauen wir noch mal rüber auf die Baustelle, oder Violetti? Okay. Rimbaramba, zimba, zamba, schwuppdiwupp. Guck dir das an.
Hey, du kannst zaubern, Violetti, oder? Nee, das haben die tollen Bauarbeiter gemacht. In 0,0 die Dachziegel aufs Dach. Hey, das war jetzt echt spannend. Und interessant. Das war richtig interessant und spannend. Ich hoffe, ihr fandet es auch so toll wie wir. Und ich sage jetzt einen dicken Schmatzer bis zum nächsten Mal. Oder vielleicht schaut ihr zwischendurch die vielen von unseren Wissensvideos an, wo die Violetti, das bin ich, Kühe gemolken hat oder wir den Toni Macaroni kennengelernt haben. Das bin ich. Und der findet immer alles voll cool. Bis bald, eure Violetti Spaghetti. Toni Macaroni. Und Monique Sonnenschein. Ich freue mich ganz doll über ein Abo, ein Like oder einen Kommentar. Bis dann.